So, meine Uhr zeigt 10 Uhr an. Das heißt, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland, der BID. 2,5 Jahre nach dem Wohngipfel wollen wir heute den Blick auf die ungelösten Herausforderungen richten der Wohnraumoffensive. Wir, das meint in diesem Fall die BID, in der insgesamt 6 Verbände zusammenarbeiten. Das sind der BFW, der GdW, der IVD, der VDIV, der VDP und ZIA. Unsere Protagonisten heute hier auf dem digitalen Podium möchte ich Ihnen gleich vorstellen. Ich freue mich, dass wir die Präsidenten der beteiligten Verbände heute hier haben und hier begrüßen können. Andreas Ibel ist uns zugeschaltet. Er ist BID-Vorsitzender und Präsident des BFW-Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen und wird gleich die Einführung übernehmen. Bei uns ist auch Axel Gedaschko, der Präsident des GdW-Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Wir begrüßen auch Jürgen Michael Schick, den Präsidenten des Immobilienverbandes Deutschland. Herr Wolfgang Heckeler ist uns zugeschaltet, seines Zeichens Präsident des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland, VDIV. Und ich möchte auch ganz herzlich begrüßen Dr. Andreas Mattner, den Präsidenten des Zentralen Immobilienausschusses ZIA. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und dann im späteren Verlauf auch unsere Diskussionsteilnehmer. Ich möchte an dieser Stelle einen Hinweis an die Journalisten geben, die sich eingewählt haben. Sie können während der Übertragung Fragen stellen über die Chat-Funktion. Bitte machen Sie deutlich, an wen Sie Ihre Frage richten möchten und für welches Medium Sie berichten. Das wäre auch ganz schön. Und wir werden Ihre Fragen dann nach den Statements der Präsidenten in das Plenum geben. Und damit möchte ich eigentlich direkt weitergeben an Herrn Ibel, der Ihnen eine kurze Einführung zur Wohnraumoffensive aus Sicht der Immobilienwirtschaft geben wird. Und anschließend wird Ihnen Herr Ibel das zentrale Thema Bauland näher erläutern. Ja, vielen Dank, Herr Wedel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der BID, Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland. Vielleicht lassen Sie uns einmal einen Blick zurückwerfen. 1,5 Millionen neue Wohnungen in dieser Legislaturperiode. Das war das Ziel der Wohnraumoffensive, die heute bilanziert wird. Die Ursprünge eigentlich liegen noch fast weiter zurück. Das eine rechnen 3 Jahre zurück, die anderen rechnen 7 Jahre zurück. Das war mal damals noch unter Bundesbauminister Hendricks, wo wir versucht haben, die ersten Steine dafür zu legen. Es ging immer von Anfang an darum, die Rahmenbedingungen für Bauen, Modernisierung und vor allem von bezahlbarem Wohnraum zu verbessern. Und zwar immer im Dialog zwischen Ländern, Kommunen und natürlich den Verbänden und natürlich dem Bund. Und Ziel war es natürlich außerdem, das Angebot in den Ballungsgebieten mit Wohnraummangel zu stärken, durch mehr Neu- sowie Aus- und Umbau. Es wurden Expertenkommissionen gegründet, da gab es die Baukostensenkungskommission, da gab es die Expertenkommission Nachhaltige Bauland, Mobilisierung und Bodenpolitik. Dann gab es ein 10-Punkte-Programm, es gab ein Wohngipfel 2018 und dann nochmal 2019 neue Handlungsempfehlungen. Und es ging eigentlich immer um mehr Bauland, es ging um Nachverdichtung, es ging um steuerliche Anreize, neue Verordnungen und einfach vor allem mehr Akzeptanz von Neubauvorhaben, weil nicht jeder das in seiner Nachbarschaft haben möchte. Wir sind uns einig, es wurden die richtigen Themen adressiert und es waren auch ganz wichtige Anstöße gemacht worden. Doch wir stellen heute fest, die Herausforderungen von 2014 oder 2018, wo immer Sie mal rechnen, bestehen immer noch. Nämlich bezahlbares Wohnungsangebot in den Großstädten ist knapp. Da kann man sagen, was man will, man muss die Leute nur fragen. Es fehlt. Bauland fehlt dafür. Die Prozesse dauern zu lange. Neue akute Herausforderungen, die wir im Moment haben, ist die Corona-Krise. Und wir glauben, dass da auch neue Herausforderungen für uns kommen. Erstens beschleunigt Corona, wie wir alle gemerkt haben, die Transformationsprozesse, sonst würden wir uns heute vielleicht nicht digital unterhalten, und stellt natürlich aber auch die Immobilienwirtschaft vor neue Herausforderungen. Da geht es um das Thema Erhaltung der Attraktivität der Innenstädte. Aber das ist aber auch eine Chance für mehr Wohnraum, zum Beispiel in den Innenstädten und die Veränderungsprozesse. Auf diese Herausforderungen und Probleme wollen wir als Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland heute noch einmal aufmerksam machen und später auch im Rahmen der Bündnisveranstaltung diese an die Politik adressieren. Ich komme jetzt zum Punkt Bauland und Baulandmobilisierung.
Am Ende des gesamten Prozesses diskutieren wir jetzt ein Gesetz, das als Ergebnis zwar den richtigen Namen trägt, was wir nämlich alle wollten, Baulandmobilisierung, doch nach unserer Ansicht entspricht das vorgelegte Gesetz nicht annähernd darauf, wo wir uns erstens darauf geeinigt haben und das, was das Land dringend braucht. Denn Grundvoraussetzung für eine Beseitigung des Wohnraumsmangels ist Bauland. Wir haben genug Bauland, aber wir haben es an der falschen Stelle. Die Leute wollen sich verändern und darum müssen wir auch diesen Veränderungsprozessen Platz schaffen. Und wir müssen, und solange Bauland Mangelware ist, weil die Kommunen zu wenig und zu langsam Bauland ausweisen, wird es keine gerechte Bodenpolitik und keine Lösung des Wohnraummangels geben. Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf wird aber ein vorhandenes Bauland nur umverteilt statt Neues geschaffen. Mit einem sektoralen Bebauungsplan werden neue Auflagen für die Wohnbebauung geschaffen. Verfahren werden damit weiter verzögert und verkompliziert und eigentlich ist die Vereinfachung das Gebot der Stunde. Das Ausübungsrecht, der Vorkaufsrecht der Kommunen schafft für Unternehmen zusätzliche Probleme bei der Finanzierung, weil die Fristen verlängert werden. Und wir stellen aber fest, dass Immobilien- und Bodenpreise sich in den letzten Jahren trotzdem eine rasante Entwicklung nach oben genommen haben. Deshalb, da wo mehr Wohnungen nachgefragt werden, sollte das entsprechende Baurecht geschaffen werden. Sofern natürlich die Kommunen den politischen Willen haben, die Nachfrage zu befriedigen. Das stellen wir auch fest, das ist eben sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einige wollen es und einige wollen es gar nicht. Um Flächenverbrauch zu minimieren und günstigen Wohnraum zu schaffen, sind daher schnellere, intelligentere Entscheidungen und Prozesse notwendig. Das alles wird im Moment durch das Baulandmobilisierungsgesetz eben nicht ermöglicht. Und wir haben stattdessen hier eine noch stärkere Regulierung, die eben Vielfalt, Investitionen, Innovationen und Bezahlbarkeit eben verhindert. Und was wir brauchen, ist eine Art Experimentierklausel, dass gerade jetzt in Corona-Zeiten einfach neue Dinge geschaffen werden. Wir müssen schneller werden. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass eigentlich Bauland beschaffen in den seltensten Fällen bedeutet, dass wir grüne Oasen oder ökologisch wertvolle Flächen vernichten. Bauland bedeutet, dass die Umwandlung von bestehenden Brachflächen in Industrie und Nachverdichtung von bestehenden Gebäuden. Ich verweise nur darauf, dass Berlin zwei Flughäfen mit geteerten Landebahnen hat, die natürlich als Bauland da liegen würden, vorhanden sind, die man nur umwandeln muss. Und das ist Bauland. Bauland ist nicht die grüne Wiese. Bauland ist das, was wir Baurecht schaffen, mitten in den Kommunen und diese verdichten. Und daher müssen Kommunen in eine aktuelle Bauplanung investieren, um schnell auf die Nachfrage nach neuem Wohnraum zu reagieren. Das heißt, wir glauben auch, dass kommunal geplante Bodenpreise keine Lösung sind. Zudem schafft die Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien weitere Probleme und erhöhen den bürokratischen Aufwand. Fazit: Mehr bezahlbarer Wohnraum ist nur durch mehr Bauland möglich. Um mehr Bauland zu mobilisieren, braucht es weniger Regulierung, weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung. Und vor allem mehr kreative Ansätze. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ibel. Ich möchte an der Stelle auch nochmal die Journalisten, die uns zusehen, auffordern, uns gern Fragen zu stellen. Das bitte über die Chatfunktion unten auf dem Bildschirm. Und wir werden Ihre Fragen am Ende der Statements der Präsidenten, die Sie im Bild sehen, an das Podium weitergeben. Dann möchte ich das Wort geben an Axel Gedaschko vom GdW, den GdW-Präsidenten. Herr Gedaschko, wir sprechen heute über das Thema Wohnen. Dabei geht es natürlich auch um die einkommensschwächeren Haushalte. Wie sieht es für diese Haushalte beim Thema Wohnen aus? Hat sich da etwas getan in den vergangenen beiden Jahren? Bitte noch die Stummschaltung aufheben, Herr Gedaschko, ganz wichtig. Die Stummschaltung ist weg und es kann losgehen. Was hat die Bundesregierung getan? Wir haben natürlich auf der einen Seite das Wohngeld als eine wesentliche Stütze, um bezahlbares Wohnen hinzubekommen. Und das wurde dynamisiert, das ist wichtig. Und wir leben in Zeiten auch jetzt von einer CO2-Abgabe. Da hat man eine Komponente eingebaut, damit dort keine zusätzliche Belastung kommt durch die CO2-Abgabe. Das begrüßen wir ausdrücklich. Das ist auf der Habenseite der Regierung. Was dort noch fehlen würde, ist, wenn wir nach vorne gucken, Klimaschutzziele ist eine sogenannte Klimakomponente, um die davon ausgehenden Kosten, die mit den Klimaanpassungen zusammenhängen im Gebäudebestand, auch zu kompensieren.
Eine andere große Stütze für den bezahlbaren Wohnungsbau ist der soziale Wohnungsbau. Und hier auch auf der Habenseite des Bundes auf jeden Fall die Grundgesetzänderung, mit der auch künftig der Bund beim sozialen Wohnungsbau mitfinanzieren darf. Aber das setzt natürlich voraus, wie bei all den Themen, über die wir reden, das ist keine Bundesangelegenheit alleine, es ist eine Angelegenheit von Bund, Ländern und Kommunen. Alle sind in einem Boot, wenn wir jetzt hier über Erfolge oder Misserfolge reden. Und so ist es eben auch bei der sozialen Wohnraumförderung. Es kommt darauf an, wie man es macht. Und wir sehen, dass man beispielsweise in Berlin 2019 1778 Wohneinheiten sozial gefördert hat. Das sind 47% weniger als im Jahr davor. In Hamburg gleicher Zeitraum 3551 Wohneinheiten plus 18%. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass Hamburg halb so viel Einwohner hat wie Berlin, dann wird die Diskrepanz im Handeln deutlich. Das heißt, Bund muss fördern, er muss mehr fördern, aber die Länder müssen auch machen. Und dann kommt noch eine dritte Geschichte. Die Kommunen müssen auch wollen. Andreas Ibel hat es schon angedeutet beim Bauland. Und so ähnlich verhält es sich auch mit der Ausweisung von Bauland für sozialen Wohnungsraum. Einzelne Kommunen im Umfeld von Großstädten machen da mit und andere machen nicht mit. Und das geht natürlich gar nicht, weil man kann es nicht nur in den Städten dann belassen. Also von daher eine gemischte Bilanz, wenn wir über beides gucken. Und wenn wir dann nochmal gucken auf die Bezahlbarkeit des Bauens, dann sehen wir, dass der Bund hier auch einiges angeschoben hat. Da sind aus unserer Sicht zwei Punkte ganz wichtig. Das ist die Unterstützung beim seriellen Bauen, denn wir haben Kapazitätsengpässe beim Neubau und die zu überwinden, kostengünstig zu bauen, dafür brauchen wir dieses serielle Bauen. Aber auch hier gibt es Vorbehalte bei Kommunen, die haben noch in dem Kopf, da würde man die Platte 2.0 bauen. Das ist überhaupt nicht so. Die Sachen, die dort in einem Wettbewerb dann gekürt wurden, sind architektonisch qualitätvoll. Das heißt, hier brauchen wir insbesondere die Unterstützung der Kommunen zum Mitmachen. Wir begrüßen, dass viele Bundesländer ihre Landesbauordnung angepasst haben, um serielles Bauen zu ermöglichen, aber längst noch nicht alle Bundesländer. Das gleiche Thema haben wir, wenn wir den Bereich Klimaschutz nehmen, beim seriellen Sanieren. Wir müssen versuchen, günstiger zu werden. Wir müssen versuchen, schneller zu werden. Und auch hier haben wir Kapazitätsengpässe. Deshalb auch hier die Unterstützung des Bundes für das Thema serielles Sanieren auf der Habenseite. Aber wenn wir eben dann auf das Bauen nochmal zurückkommen, brauchen wir auch den Grund dafür. Und wenn wir die Grundstückspreise nehmen, die Steigerungen, die auch da natürlich drin liegen, dass einfach viel zu wenig ausgewiesen wird, dann sehen wir, dass wir in den Städten beispielsweise ab 100.000 Einwohnern bis 200.000 Einwohnern kommt von 127 Euro vor 10 Jahren heute bei 500 Euro liegen. Also wir haben im Prinzip eine Vervierfachung der Bodenpreise innerhalb von nur 10 Jahren. Und auf solchen Grundstücken kann man schlicht und ergreifend nicht mehr so bauen, dass Otto Normalverbraucher noch in der Lage ist, eine Wohnung zu beziehen. Und deshalb brauchen wir an erster Stelle eigentlich eine Kostenfolgeschätzung für alle Maßnahmen, die auf Bundesebene, auf Landesebene oder kommunaler Ebene gemacht werden. Diese Kostenfolgeschätzung ist auch eine Kernforderung des Bündnisses für bezahlbares Wohnen gewesen. Andreas Ibel hatte auch dieses Bündnis nochmal angesprochen. Und es kostet überhaupt nichts. Es schärft aber das Bewusstsein für das, was man tut. Und das haben wir leider nicht bekommen. Und was wir uns abschließend wünschen, ist, ein eigenes Bauministerium mit einer starken Infrastrukturabteilung, einer Heimatabteilung, weil wir haben es gesehen, wenn beispielsweise eine Flüchtlingskrise kommt, kann ein Bauminister, der noch so gebogen ist, schlicht und ergreifend nicht die Aufmerksamkeit dem Thema schenken, die das Thema eigentlich verträgt. Und deshalb, wie schon vor 4 Jahren, sagen wir brauchen ein eigenes Bauministerium. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Gedaschko. Ich möchte nochmal daran erinnern, alle Journalisten, die uns zugeschaltet sind, Sie können gern jederzeit Fragen stellen. Ich möchte Sie dazu nochmal herzlich einladen über die Chatfunktion bitte. Wir sammeln alle Ihre Fragen und geben sie dann am Ende der Veranstaltung, am Ende der Statements an unsere Diskussionsteilnehmer weiter. Dann
hat jetzt Herr Schick vom Immobilienverband Deutschland IVD das Wort. Herr Schick, 2,5 Jahre nach dem Wohngipfel, wie fällt denn Ihre Bilanz zur Wohnraumoffensive aus? Ja, danke, lieber Herr Wedel. Also ich habe eine gute Nachricht und eine etwas sorgenvolle Nachricht. Lassen Sie mich mal mit den Wohnungsmieten beginnen und vielleicht überrascht es Sie, dass das zu den guten Nachrichten gehört. Warum will ich mit den Wohnungsmieten beginnen? Diverse Institute berichten ja, dass die Wohnungsmieten in Deutschland stagnieren bzw. sinken. Und das sind Nachrichten, die haben wir in den letzten 10 Jahren sehr selten gehört. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir darauf eingangs einen kurzen Blick werfen. Also denken Sie beispielsweise an ein Institut wie F&B, die berichtet haben, dass die Mieten in Gesamtdeutschland über den Jahresverlauf stagnieren und von den 50 größten Städten in Deutschland in 27 Städten die Mieten sogar sinken. Und auch der IVD Research hat ergeben, dass sogar in den deutschen Großstädten die Mieten sich unterhalb des Bundesdurchschnitts bewegen. Und das ist ja grundsätzlich eine gute Nachricht. Woher kommt das, dass diese sprunghaften, diese starken Mietenanstiege, die wir lange Jahre ja als Mietenexplosion in der Diskussion erlebt haben, dass die jetzt ein ganzes Stück weit Geschichte zu sein scheinen? Also es hat nichts mit der Pandemie zu tun, denn diese Abflachung der Kurven, die haben wir schon deutlich vor der Corona-Pandemie gesehen. Und ich will gleich die Antwort mitbringen. Ich glaube, dass die Angebotsausweitung ein ganzes Stück weit funktioniert hat, also der wieder funktionierende Neubau, bei alledem, was zu langsam, zu wenig digital, zu schleppend läuft, dieser wieder ansteigende Neubau, der hat jetzt Wirkung gezeigt. Ich will dann auch begründen, warum. Die Neubauzahlen haben sich ja nun in der Tat positiv entwickelt, haben sich fast verdoppelt im Vergleich zu den Zahlen, die wir noch vor 10 Jahren kannten in Deutschland. Wir kommen so von 150.000, 160.000 Einheiten, die jedes Jahr neu errichtet worden sind. Und in den letzten 3 Jahren haben wir ca. 300.000 neue Wohnungen erlebt. Und über diese deutliche Ausweitung des Neubaus kommt es jetzt eben zu dieser Entlastung auf dem Mietenmarkt. Also es waren die Unternehmen, die diese aufkeimende Neubaukultur genutzt haben und jetzt für diese Entspannung auf dem Mietenmarkt sorgen. Wir haben auf dem Wohngipfel 2018 als Immobilienverbände gemeinsam gesagt, wir wollen die Wohnungsknappheit durch eine Angebotsausweitung beseitigen. Wir wollten den Mangel beseitigen und den Mangel nicht nur weiter verwalten. Und ich glaube, da kann man jetzt zumindest in Teilen sagen, das ist ein ganzes Stück weit gelungen. Und das ist für mich eine positive ein positives Fazit. Leider hat sich aber auch die Interventionsspirale immer schneller gedreht. Denken Sie da an die zahlreichen neuen Regulierungen oder permanenten Mietrechtsverschärfungen. Und das ist Gegenwind für den Neubau. Das ist ja ein bekanntes Argument. Ich glaube, jetzt kommt es darauf an, dass wir die Neubaupolitik nachjustieren auf die Märkte, wo tatsächlich noch großer Nachholbedarf herrscht, zum Beispiel viele, viele Unistädte. Da, wo es darauf ankommt, dass wir eben schneller, mehr, günstiger bauen. Aber das ist eben in dieser Fläche und Breite heute weniger dramatisch, als das noch vor 4, 5, 6 Jahren der Fall war. Das ist die gute Nachricht. Aber Immobilienpolitik ist eben mehr als nur permanente Mietrechtsverschärfung und deswegen jetzt mein Sorgenkind. Lassen Sie mich was zur Wohneigentumsbildung sagen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren sinkt die Wohneigentumsquote. Also sie steigt nicht nur nicht, sondern sie sinkt. Und das, ehrlich gesagt, bereitet mir Sorge. Also Wohneigentum hat einen schweren Stand in Deutschland. Das gilt nicht nur für den Selbstnutzer, das gilt eben auch für den Vermieter. Und da bin ich bei dem Stichwort Umwandlungsverbot im Baulandmobilisierungsgesetz. Das Argument für diese Umwandlungsbeschränkung heißt ja immer, man müsse die Eigenbedarfskündigung und die Verdrängung im Auge behalten. Aber ich will Ihnen ein Argument mit an die Hand geben, weswegen diese Zahlen, die man da vergeblich sucht, weswegen es die wirklich zu hinterfragen gilt. Also warum ist Eigenbedarfskündigung und Verdrängung als Argument nicht sehr stabil? Wenn Sie genau hingucken, wie ist das denn mit diesen Eigenbedarfskündigungen direkt nach Umwandlung? Ich kann Ihnen sagen, wie hoch die Zahl ist. Die ist exakt 0. Wir haben eine Kündigungssperrfrist in Deutschland von 3 Jahren. Und in Städten wie Berlin und vielen anderen deutschen Großstädten haben wir eine Kündigungssperre von 10 Jahren. In Erhaltungsgebieten ist sie noch deutlich länger. Und das durchschnittliche deutsche Mietverhältnis läuft 8 bis 10 Jahre. Und
aufgrund dieser langen Kündigungssperren ist es eben so, dass potenzielle Selbstnutzer, Eigennutzer vermietete Wohnungen eben äußerst selten erwerben. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt in dieser Diskussion. Wenn man dann nachfragt, welche Zahlen habt ihr denn, die eine mögliche Verdrängung und eine Eigenbedarfskündigung bestätigen würden, dann wird die Datenlage sehr mau und selbst die Bundesregierung hat ganz freimütig auf eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag geantwortet, sie hätte gar keine Zahlen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns um die privaten kleinen Vermieter, die zur kapitalgedeckten Altersvorsorge eine Wohnung suchen, uns Gedanken machen. Also das ist ja ein Konzept, wo der Mieter Mieter bleibt und in seiner Mietereigenschaft in gar keiner Weise berührt wird. Dieses Umwandlungsverbot, das muss raus aus dem Baulandmobilisierungsgesetz und Präsident Wolfgang Häckerle wird ja gleich dazu noch etwas ausführlicher einsteigen. Lassen Sie mich deswegen, Herr Wedel, zum Punkt kommen, also Licht und Schatten in meiner Bilanz, wo die Bundesregierung jetzt in den nächsten Monaten nachsteuern muss, ist aus meiner Sicht bei der Förderung von Wohneigentum. Ich will Ihnen drei Stichworte nennen. Einmal das Baukindergeld. Ich glaube, das gehört mit einer energetischen Komponente erneuert. Ich erinnere an das KfW-Bürgschaftsprogramm, das Unterstützung beim Eigenkapital geben soll und die Grunderwerbsteuer. Die muss deutlich sinken und wir brauchen Freibeträge für Erstkäufer. Da sind Bund und Länder gefragt. Das wäre mein Petitum. Vielen Dank, Herr Wedel. Klare Forderungen von Ihnen, Herr Schick, vielen Dank. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Häckeler möchte das gleich aufgreifen. Es geht nochmal um das Umwandlungsverbot. Herr Häckeler, Ihr Verband mahnt seit Jahren, dass die Wohneigentumsquote in Deutschland zu gering ist. Nun wird, wie gerade vom IVD ja schon erwähnt, die Verschärfung des Umwandlungsverbots diskutiert. Reichen Ihrer Meinung nach die Anstrengungen der Bundesregierung aus, um mehr Bürgern den Erwerb der eigenen vier Wände zu ermöglichen? Ja, Herr Wedel, vielen Dank für die Frage. Vorweg, bevor ich auf das Thema Umwandlungsverbot kommen will, will ich einfach nochmal zurückgehen auf die Situation, die wir am Wohnungsmarkt haben insgesamt. Wir stellen fest, dass 2,5 Jahre nach dem Wohngipfel der Bundesregierung, die ja heute wieder Bilanz zieht, die Ausgangslage in den großen Städten sich nicht verbessert hat. Das Angebot ist knapp. Erwerbsnebenkosten, das ist ein ganz wichtiger Teil vorneweg. Die Erwerbsnebenkosten sind einfach viel zu hoch. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich heute in Berlin eine Eigentumswohnung 350.000 Euro als Beispiel. Das sind die Erwerbsnebenkosten, das sind die Grunderwerbsteuer, die Grundbucheintragungskosten, die Notarkosten mit über 8% höher, wie zum Beispiel, wenn Sie sich heute dort ein Plug-in-Hybrid-Auto dazu kaufen könnten. Deshalb ist unsere Forderung vorneweg, die Erwerbskosten müssen runter. Warum müssen die runter? Die Leute haben zwar heute die Möglichkeit, durch niedrige Zinsen an ein Eigentum leicht heranzukommen, aber die Erwerbsnebenkosten verteuern die Geschichte weit nach oben und diese werden auch nicht finanziert durch die Kreditinstitute, diese Erwerbsnebenkosten. Deshalb ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Effekt, den wir von der Bundesregierung verlangen, senken Sie die Zusatzbelastung ab, damit wir hier den Menschen die Möglichkeit geben können, in Eigentum zu gehen. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist sehr hoch und deshalb ist, jetzt komme ich auf das Thema Umwandlung von Mieteigentumswohnungen, die sollen ja beschränkt werden in der Baugesetzbuch. Dort muss es, wie der Herr Schick bereits erwähnt hat, raus. Dort ist das Ziel, Quartiere zu schützen und Kündigung und Verdrängung zu verhindern. Meine Damen und Herren, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Umwandlung von Eigentumswohnungen sind Teil privater Altersversorgung. Die Menschen, die heute als die Altersvorsorge betreiben wollen und in die Immobilien investieren wollen. Andere Altersvorsorge gibt es ja ohne Risiko fast nicht mehr. Die können sich das zum Großteil nur im gebrauchten Bereich erlauben. Und deshalb konterkariert diese Maßnahme, wenn wir diese Umwandlungen von Eigentumswohnungen noch beschränken wollen, konterkariert die Ziele der Bundesregierung. Da gibt es ganz viele Aspekte. Die Menschen, die heute in ihren eigenen Mietwohnungen sind und in ihrem Quartier wohnen, bleiben wollen,
Sie können sich dort nicht einen Neubau leisten, sondern Sie müssen gegebenenfalls den Erwerb Ihrer eigenen Wohnung heranziehen. Und wenn wir das nicht befürworten, dann haben wir hier die Notwendigkeit nicht richtig eingeschätzt. Deshalb meine Forderung, lassen Sie mich die Bildung von Wohnungseigentum als elementarer Bestandteil der privaten Altersvorsorge unterstützen. Viele Bürgerinnen und Bürger ist dabei die gemietete Wohnung die einzige Möglichkeit, in ihrem Quartier Wohneigentum zu erwerben. Das ist für mich das wichtigste Ziel. Und vergessen wir nicht eines, wenn wir heute es den institutionellen Vermietern ermöglichen, sich auch von einem Teil ihres Bestandes zu trennen, dann haben diese die Möglichkeit, auch wieder dieses Geld zu investieren und Neubau zu schaffen. Und nur so schaffen wir, die Lage am Wohnungsmarkt zu verbessern. Soweit von mir ganz knapp und kurz meine Vorstellungen. Vielen Dank, Herr Häkeler. Wenn wir über Wohnen und Immobilien in diesen Zeiten sprechen, kommen wir natürlich auch am Thema Corona nicht vorbei. Das ist uns, glaube ich, allen klar, denn die Krise bedeutet enorme Herausforderungen für uns alle und so auch für die Immobilienwirtschaft. Herr Dr. Mattner vom Zentralen Immobilienausschuss ZIA, welche sind das aktuell für Gewerbeimmobilien? Ja, meine Damen und Herren, ich bin heute entgegen meiner ausgleichenden Art für den Radau zuständig. Warum? Beim ersten Gipfel 2018 durfte ich noch vor der gesamten Bundesregierung Immobilienthemen außerhalb des Wohnens vortragen. Nicht nur Steuerthemen, sondern eben auch die der Stadtentwicklung und der vor allem Gewerbeimmobilien. Und lassen Sie mich die steile These jetzt wagen, gemessen an den Problemen der Gewerbeimmobilien und vor allen Dingen auch der Innenstädte, des Handels, der Hotellerie, erscheint mir wegen der gigantischen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Gewerbeimmobilien und der Städte die Wohnthemen, die wir haben, eher sogar noch ein wenig klein daran gemessen. Ich hätte erwartet, dass die Bundesregierung aus aktuellem Anlass sich aller Bereiche, aller Herausforderungen, eben auch dieser Corona-bedingten Herausforderung stellt. Wir haben das gefordert und Gewerbeimmobilien, Stadtentwicklung sind dann ein wenig unter ferner Liefen auf die Tagesordnung gekommen. Ich bin gespannt, was gesagt wird dazu noch. Deshalb, meine Damen und Herren, muss ich jetzt einen Gewerbeimmobiliengipfel, einen Gipfel für unsere Städte fordern. Unsere Städte haben jetzt keine Zeit mehr, weil die Verödung hat schon begonnen. Es entstehen Zahnlücken in unseren Städten und die Schließung kann auf bisherige Weise nicht mehr funktionieren. Da sind ganz besondere Anstrengungen von Privaten und von Kommunen und des Gemeinwesens insgesamt jetzt erforderlich. Wir können auch diese Lücken nicht allein nur mit Erdgeschossbereichen von Fußgängerzonen. Worum geht es kurzfristig? Das wäre dann auch anzusprechen. Kurzfristig geht es darum, differenzierte Lockdowns zu vermeiden. Die Ministerpräsidentenrunde steht an. Das geht nicht so weiter. Die Zahlen sprechen da auch klare Worte. 55% unserer Innenstadthändler sehen ihre Existenz bedroht. Dort direkt in diesen wenigen, gemessen am Gesamtaufkommen sogar noch wenigen Unternehmen, sind 250.000 Jobs, die klar gefährdet sind. Ganz junge Befragungen, die wir gemacht haben, sagen, dass gerade so die mittelgroßen Handelsunternehmen 1.000 Leute im Schnitt pro Unternehmen entlassen werden. Und den kompletten Lockdown der Nicht-Lebensmittelunternehmen werden die nicht überleben. 40% hat der Textilhandel seines Geschäfts verloren. Das wird in unseren Städten radikale Folgen haben. Und es sind nicht mehr nur die sogenannten C- oder D-Städte erfasst, sondern inzwischen ja auch die Top-Städte, die A- und die B-Städte. Nochmal Zahlen. Was kommt auf uns zu? Schauen Sie sich die Kurzarbeiterzahlen an. Im Handel 600.000 Beschäftigte und Gleiches beim Hotel. Das wird natürlich zu Problemen führen. Und Sie müssen wissen, dass alles miteinander bei uns verkettet ist. Daran hängen die Dienstleister, die Bauindustrie, daran hängt
die Immobilienwirtschaft mit ihren eigenen Arbeitnehmern, mit ihren eigenen Firmen, die davon betroffen sind. So, jetzt ist dann natürlich immer von den Hilfsprogrammen die Rede, aber ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass sie sehr schleppend gelaufen sind. Die jüngste Befragung, die wir bei mittelgroßen Unternehmen gemacht haben bei uns, ist, dass 3/4 noch keinen einzigen Euro gesehen haben. Da sind bessere Weichenstellungen jetzt in den letzten Tagen auch gestellt worden. Ich will das nicht in Abrede stellen, aber die Dramatik ist groß. Deswegen haben sich unsere Vermieter in der Immobilienbranche gemeinsam mit dem HDE und dem ZIA ja auch aufgemacht und wir haben einen Kodex verabschiedet, dass man sich den Schaden bei der Miete teilt. Aber das wird nicht reichen. Das beste Hilfeprogramm, was wir bekommen können jetzt, ist das Öffnen. Und wenn Sie sich anschauen, was die Krankenkassen sagen, die sagen, man infiziert sich nicht im Handel und beim Hotel. Wenn Sie sich Studien aus dem Ausland angucken, all die Dinge, die wir tun mit den Safe Places, die wir haben, Masken, und Desinfizierung, ist, Handelsimmobilien, Hotelimmobilien sind Safe Places, das braucht man nicht. Und wenn man sich die jüngsten Studien der FU Berlin anguckt, meine Damen und Herren, die sagen klipp und klar, machen Benchmarking, wo infiziert man sich? Und das ist ganz, ganz klipp und klar, dass man sich eben nicht bei den Friseuren infiziert, die im Moment so in der Rede sind, dass der Handel kaum eine Rolle spielt, bis zu gar keine Rolle, ebenso das Hotel bei der Frage, wo man sich infiziert. Leider ist es beim Fernbahnfahren anders, das ist auf Top 1 und natürlich auch in den Schulen. Ich will die natürlich auch so schnell offen haben wie eben möglich. Nur bei all den jetzt kommenden Öffnungsstrategien muss nur eins klar sein. Wenn wir die Städte in ihrer Vielfalt erhalten wollen, wenn wir wenigstens einen Teil des Schadens, der auf uns zukommt, vermeiden wollen, dann muss der Lockdown zu Ende sein. Er darf definitiv nicht auf eine Inzidenz von 35 warten, das funktioniert nicht. Ich bringe es nochmal auf den Punkt. Leider ist die Tagesordnung zu kurz geraten der Bundesregierung. Deswegen fordern wir jetzt auch noch ein Gewerbeimmobilien, einen Städtegipfel. Sonst werden wir großes Leid erfahren. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben. Herzlichen Dank, Herr Dr. Mattner. Wir eröffnen gleich das Podium für die Fragerunde. Ich möchte aber noch einmal das Wort an Herrn Ibel abgeben für ein paar Schlussbemerkungen, denn Sie haben gesehen, wir stehen vor großen Herausforderungen und darauf möchte Herr Ibel in seinen Schlussbemerkungen auch noch einmal eingehen. Vielen Dank, Herr Wedel. Ja, ich denke mal, nach all den Worten lässt sich feststellen, Wohnungspolitik, aber auch die gesamte Politik, die mit Immobilien in Deutschland zu tun hat, bleibt ein brisantes sozialpolitisches, aber auch wirtschaftspolitisches Thema mit ganz, ganz viel ungelösten Aufgaben. Insofern wäre es falsch, davon zu reden, dass die Aufgaben gelöst sind. Ich denke, es braucht einen Ruck, es braucht eine Bazooka, wie auch immer, für mehr schnellere Lösungen. Der Mietpreisanstieg ist nach unserer Ansicht teilweise gebremst, aber das Thema bezahlbarer Wohnraum ist eben nicht gelöst. Und wir glauben auch, dass durch Corona die Herausforderungen jetzt eben nicht nur für Wohnen, sondern auch für Wirtschaftsimmobilien noch größer geworden sind. Klimaschutz, Energieeffizienz sind zusätzliche neue Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und die vor allem, wo wir auch Lösungen brauchen, die den Wohnraum weiter bezahlbar lassen. Denn Klimaschutz und Energieeffizienz gibt es eben nicht umsonst. Und wenn jetzt noch das Thema Corona hinzukommt, dann werden eben die Auswirkungen der Pandemie nicht spurlos im Immobilien- und Wohnungsmarkt vorbeigehen. Man kann es auch positiv sehen. Jede Krise bringt etwas hervor und bringt mehr Schnelligkeit. Und ich denke, wir sehen, was auf uns zukommt. Wir müssen jetzt handeln. Aber es bedeutet eben auch Mut zur Schnelligkeit bei der Problemlösung. Und das vermissen wir. Sowohl bei den aktuellen Gesetzesvorhaben, Baugesetzbuch, die Novelle des Baugesetzbuchs wäre jetzt die Chance, Dinge, die notwendig sind, wo wir sehen, dass es nicht schnell genug ist, zu verändern, aber auch natürlich in den Diskussionen über die aktuelle Wohnungsbaupolitik, aber auch über die Veränderungen in den Innenstädten. Ich denke, hier ist die Politik gefordert. Wir als Immobilienwirtschaft stehen bereit zum Dialog, zum Handeln und ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Ibel. Dann möchte ich direkt in die Fragerunde übergehen, weil wir einige Fragen bekommen haben und ich hoffe, wir schaffen das, im Zeitrahmen zu bleiben. Eine Frage richtet sich an Herrn Schick. Ich kann leider nicht sehen, von wem sie gestellt wurde, aber ich möchte sie dennoch stellen. Herr Schick, fürchten Sie mit Blick auf die näher rückende Bundestagswahl eigentlich einen grünen Bundesbauminister, Stichwort Einfamilienhausverbot? Nee, fürchte ich nicht. Also ich glaube, dass es ehrlich gesagt für die Partei Die Grünen im Moment sehr spannend ist, in dem Themenfeld Bauen und Mieten die eigene ausgewogene Position zu finden. Also gucken Sie sich mal die Grünen in Berlin an, die flirten mit der Enteignungsinitiative. Andere machen sich Gedanken über die Wohnform, wie die Deutschen denn zu wohnen haben. Ich will mal zum Einfamilienhaus sagen, natürlich können nicht überall in Deutschland Einfamilienhäuser entstehen. Die suchen Sie deswegen ja auch in deutschen Innenstädten völlig vergeblich. Und da müssen wir dichter und höher bauen, völlig klar. Aber diese Lust, Menschen vorzuschreiben, wie sie denn zu wohnen haben, die, glaube ich, muss jetzt innerhalb der Partei Die Grünen beantwortet werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen große Wohnungen suchen in kleinen Häusern. Aber sie kriegen immer nur kleine Wohnungen in großen Häusern. Und deswegen gibt es ja diesen großen Wunsch nach Einfamilienhaus, nach Freiheit, nach Lebensqualität. Und ich glaube, das müssen wir sehr abgewogen miteinander diskutieren. Da haben wir ehrlich gesagt vor einer Diskussion mit einem grünen Baupolitiker gar keine Sorgen. Ich wünschte mir, wenn es denn ein grün geführtes Ministerium wäre, dass wir mit diesem Ausspielen der Sozialmilieus aufhören. Also der gute Mieter auf der einen Seite und der böse Vermieter, der Miethai auf der anderen Seite oder der Besitzstandswahrer in seiner großen Altbauwohnung, der keine Veränderung will und der neu in die Stadt hinzukommt und quasi in der Warteschlange steht. Wenn man also dieses Ausspielen der sozialen Milieus durchbricht und wir zu einem sowohl als auch kommen, Klimaschutz und Eigentum, Klimaschutz und Neubau, dann ist mir nicht so bange. Aber wir bräuchten da einen, der in der Lage ist, Brücken zu bauen und nicht Mauern aufzubauen. Vielen Dank, Herr Schick. Dann haben wir gleich mehrere Fragen, die sich an Herrn Dr. Mattner richten. Zum einen die Frage, wie werden Sie den Handel, die Gastronomie, die Hotellerie dabei unterstützen, an die so notwendigen Hilfen dranzukommen, endlich? Und warum wird nicht früher geöffnet? Die betroffenen Betriebe haben sehr viel Mühe und Geld in sehr schlüssige Hygienekonzepte gesteckt. Was sollen die noch machen? Ja, zunächst mal mussten wir selber etwas tun. Die Betriebe würden auch nicht überleben, wenn sie die gleiche Miete zahlen müssten wie vor Corona. Deswegen haben wir ja den schon eben erwähnten Code of Conduct entwickelt. Und in der Praxis sieht es im Moment so aus, dass sich bis 80% unserer Eigentümer mit Gewerbemietern daraufhin geeinigt haben, dass die volle Miete nicht zu zahlen ist. Der Kodex sieht ja vor, dass man in den Lockdown-Monaten sich den Schaden teilt, natürlich auch immer mit Modifikationen. Wir haben jetzt ausgerechnet, dass praktisch für die Vermieter 3 komplette Monate, wenn man den bisherigen Lockdown nimmt am Anfang und den weiteren jetzt 9 Lockdown weg sind für die Vermieter. Das hilft zum Überleben einerseits, andererseits bringt es natürlich auch klipp und klar die Vermieter in Schwierigkeiten. Langsam kommen wir da überall an die Grenzen. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wir intensiv die Ministerien beackert haben, um es mal so zu sagen, die Hilfsprogramme, ich sag mal, mieterfreundlicher zu stellen. Es geht ja nicht um Hilfsprogramme für Investoren, sondern klipp und klar nur für diejenigen, die Handelsunternehmen, Hotelunternehmen unterstützen. Bei der Gastro mit der ZIA-Forderung und der Änderung der Mehrwertsteuer hat es am Anfang schon sehr gut geklappt. Aber die eigentlichen Mietenhilfsprogramme, die wir uns gewünscht haben, sind eben noch bis vor kurzem sehr bürokratisch gewesen oder führten dazu, dass viele Unternehmen, gerade die mittelgroßen und größeren, überhaupt nicht in den Anwendungsbereich gefallen sind. Dazu waren Absprachen mit der EU erforderlich, daraufhin gedrängt. Und wir hoffen jetzt, dass mit den letzten Modifikationen endlich die Euros bei den Leuten ankommen. Vielen Dank, Herr Mattner. Gleich noch eine Frage, die daran anknüpft. Womit lassen sich, Sie haben von Zahnlücken in den Städten gesprochen, womit lassen die sich am ehesten schließen? Wohnungen, Last-Mile-Logistik, Baumärkte, Seniorenwohnungen wird hier gefragt. Und was hieße das für die Investoren?
Ja, ich glaube, wir müssen ganz neu denken. Früher ist das, ich sag mal, das Gemeinsame um die Innenstadt, um die Fußgängerzone, ein Bereich gewesen, der es, damit meine ich jetzt nicht unsere Arbeitsgemeinschaft, sondern ein System BIDs gab, also Business Improvement Districts. Und man hat dort sich gemeinschaftlich zusammengefunden, Private, auch in der Diskussion mit der Kommune, um zumindest Rahmenbedingungen, gemeinsame Weihnachtsbeleuchtung oder Ähnliches für die Fußgängerzone zu schaffen. Ich würde diesen Gedanken jetzt gern weiterführen. Er ist nämlich stehen geblieben. Warum? Aufgrund verschiedener Interessen. Die Not war noch nicht groß genug. Jetzt ist die Not aber riesig. Ich glaube, jetzt müssen sich alle Stakeholder einer Stadt an einen Tisch setzen und erstmal im ersten Schritt gemeinschaftlich überlegen, wie Sie es gerade, wie der Fragesteller es angesprochen hat, was kommt da rein? Und lassen Sie mich sagen, Wohnen im Erdgeschoss oder vielleicht auch noch im ersten Obergeschoss ist nicht die Lösung, definitiv nicht. Darüber gerne, aber wir brauchen sogenannte publikumswirksame Flächen im Erdgeschoss, sonst ist es der Tod der Fußgängerzone. Wenn man flaniert, muss man an etwas Lebendigem vorbeigehen. Das heißt, also die Stakeholder müssen erstmal überlegen, was kann da rein? Das wird jetzt nicht mehr allein nur Handel sein, das ist schon richtig erkannt. Das kann auch städtisches Leben sein. Wer schreibt uns denn vor, dass Verwaltung nur noch zentral sein darf? Da können eben, ich sag mal, Bereiche reinkommen, die Publikum ansprechen, wo was Lebendiges passiert, Vereine, vieles mehr. Man kann auch sich gemeinschaftlich darum kümmern, dass die Handelsnachnutzung, die vorher darin kaputt gegangen ist, eine Handelsnachnutzung findet, die eben dort adäquat reinkommt, dann sind wir beim nächsten Problem, die Miete. Das heißt, die Mieten werden natürlich in der Form da nicht mehr erreicht werden, wie sie vorher da waren. Und ich glaube, das kann dann nicht mehr allein nur eine Aufgabe des Eigentümers an dieser Stelle sein, sondern es müssen alle gemeinschaftlich gucken, wie man das wie in einem Großkomplex, etwa wie in einem Shoppingcenter, subventioniert, damit dort Lebendigkeit dort bleibt. Das hat die Bundesregierung im Ansatz auch schon erkannt aus meiner Sicht, weil sie Städtebaufördermittel genau dafür für solche Sachen auch schon erhöht hat. Aber ich glaube, wir sind da erst am Anfang. Das muss noch viel umfassender sein, sonst werden wir unsere Innenstädte, unsere Fußgängerzonen in einem Jahr nicht mehr wiedererkennen. Vielen Dank, Herr Dr. Mattner. Wir bekommen sehr viele Fragen, deswegen möchte ich Sie an der Stelle bitten, sich auch in Ihren Antworten möglichst kurz zu fassen, damit wir möglichst viele Fragen auch noch hier in die Runde geben können. Ich möchte gern weitermachen mit einer Frage an Herrn Gedaschko. Da geht es um das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Der Fragesteller merkt an, die Sanierung der Bestände gehe zu langsam voran und fragt, wie sehen Sie das und wie können Sie als Verbändegemeinschaft Signale für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen? Ja, das Thema hatte ich schon teilweise mit angeschnitten. Das ist das Thema des seriellen Sanierens. Wir haben einen Flaschenhals schlicht und ergreifend im Handwerk. Wir haben zu wenig Kapazitäten, um diese Sanierungsquoten, die bei 2% mindestens liegen sollen, die EU stellt sich 3% vor, tatsächlich auch erreichen zu können. Das ist also die Kapazitätsfrage. Deshalb serielles Sanieren ist eine der Möglichkeiten, das zu ändern. Und die Verstetigung auch vor allen Dingen der Mittel, die die Unternehmen bekommen, um dann investieren zu können. Wenn diese Verstetigung da ist und vor allen Dingen auch, wenn das Handwerk das realisiert, werden auch Kapazitäten langsam aufgebaut. Aber das wird Zeit dauern. Das kann man nicht auf Knopfdruck machen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Die andere Seite ist die Frage der Refinanzierung dieser Maßnahmen. Und das ist fast noch schwieriger, weil wir können natürlich uns, ich sage es mal, systematisch den günstigen Wohnraum in Deutschland wegsanieren. Die Frage ist nur, welche sozialen Spuren hinterlässt das in Deutschland? Und deshalb ist es so entscheidend, dass hier die Investitionsförderungen gestärkt werden. Nur so werden wir den sozialen Frieden wahren. Denn in der aktuellen Situation, wenn ich 1-2 Jahre zurückgucke, die Begeisterung für das energetische Sanieren bei unseren Mietern oder den Genossenschaftsmitgliedern, die war nicht immer da, weil sie genau wussten, dass die Energieeinsparung am Ende nicht so hoch kostmäßig ist wie die Investitionsleistung. Und das ist das Dilemma. Und über dieses Dilemma kommen wir nur mit einer Investitionsförderung hinaus.
Vielen Dank, Herr Gedaschko. Dann gibt es noch eine Frage vom Deutschlandfunk. Da bin ich mir nicht genau sicher, wer von Ihnen da der richtige Ansprechpartner ist. Ich würde Sie jetzt einfach mal in die Runde werfen. Da geht es einfach mal um Zahlen. In welchem Preissegment entstehen die meisten neuen Wohnungen und wie bezahlbar sind sie? Herr Ibel möchte dazu was sagen. Das ist ein großes Dilemma. Die Wohnungen entstehen entweder im Sozialwohnungsbereich, im geförderten Bereich oder im hochpreisigen Segment. Und das ist auch das, worüber wir uns große Sorgen machen, denn den klassischen Mittelstand, für den können wir heute kaum noch bezahlbaren Wohnraum bauen. Einerseits, weil das Bauland so teuer geworden ist und auch, weil die Baukosten so gestiegen sind. Das heißt, wir haben es mit einer Schere zu tun. Entweder wird ganz günstig gebaut oder es wird ganz hochpreisig gebaut. Im Übrigen, das hat das damit zu tun, dass oftmals die hochpreisigen Wohnungen, die Sozialwohnungen, Gratenwohnungen querfinanzieren, sozusagen subventionieren. Und das ist im Moment das Problem, für die wir noch keine Lösung haben und wo wir dringend dran arbeiten müssen. Danke. Dann habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Ibel, die auf Ihre Ausführungen von vorhin zurückgreift. Sie sprachen von einer Experimentierklausel im Baurecht. Können Sie noch mal ausführen, was Sie damit meinten? Bitte die Stummschaltung noch aufheben. Danke. Herr Dr. Mattner sprach das ja eben an. Wir haben Nutzungskonflikte zwischen Gewerbe und Wohnen, gerade in den Innenstädten. Da, wo Gewerbe ist, kann ich nicht einfach Wohnen daneben bauen. Gerade wenn wir heute Vielfalt erreichen wollen, dann wird das durch das derzeitige Bauplanungsrecht oftmals verhindert. Und die Experimentierklausel sagt nur einfach, wir versuchen mal etwas Neues, ohne dass wir von vornherein genau festlegen, wie wir mit den Themen umgehen. Das heißt, die Vielfalt, das Miteinander muss einfach möglich sein. Und wir müssen einfach diese strikte Trennung von Wohnen und Gewerbe aufheben. Es gibt dazu auch verschiedene Möglichkeiten. Aber ich denke mal, es geht einfach mal darum, schneller, vielfältiger zu planen und zu bauen. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, wie kriegen wir wieder Vielfalt und Lebendigkeit in die Innenstädte. Danke. Dann noch eine Frage an Herrn Gedaschko. Welche Bilanz der Sonder-AFA, 4x5% in Klammern, für mehr Wohnungsbau ziehen Sie? Hilft das Programm oder taugt es gar nichts? Also unseren Unternehmen hilft es nicht. Wir würden uns wünschen, dass es keine degressive, sondern eine Erhöhung der linearen AFA gibt. Ich glaube, das ist eine Forderung, die wir hier schon seit Jahren erheben, dass es eine Beständigkeit gibt, dass es nicht eine Einmalmaßnahme ist. Wozu führt eine Einmalmaßnahme? Das ist genau das, was ich eben sagte. Wenn im Bauhandwerk nicht klar ist, dass die Kapazitäten dadurch langfristig ausgeschöpft wird, wird niemand irgendwelche hochwertigen Anschaffungen machen, wird die Kapazitäten nicht aufbauen. Und deshalb haben wir immer gesagt, also es ist erkennbar der gute Wille, aber gut ist wirklich anders. Ganz herzlich kurz von mir noch ergänzt. Ja? Die Sonderabschreibung ist ein klassisches Thema, was wir an der derzeitigen Wohnungsbaupolitik kritisieren. Gut gedacht, schlecht gemacht, halbherzig durchgeführt. Es hat viel zu lange gedauert und mit viel zu komplizierten Regelungen und den Baukostenbegrenzungen hat es eben keinen richtigen Schwung reingebracht. Und wir brauchen Schwung und nicht diese halbherzigen Lösungen. Auch wenn die Idee total richtig war, in der Ausführung, da könnte ich Ihnen jetzt Bände drüber erzählen, hat es überall gehabt. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Ibel. Damit haben wir jetzt die Fragen, die wir für diesen Moment bekommen haben, alle gestellt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen in unserer Runde und natürlich auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit bedanken. Sie sollten jetzt auch die BID-Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung in Ihrem E-Mail-Postfach haben. Dort finden Sie auch nochmal die Zitate und Positionen aller hier heute Beteiligten. Und für alle, die eventuell einen kurzen Aussetzer hatten im Stream oder Ähnliches, Sie können diese Pressekonferenz im Nachhinein noch einmal komplett ansehen auf bid.info und dort finden Sie dann auch die Pressemitteilung zum Download, falls sie jetzt möglicherweise in Ihrem Spam-Ordner gelandet ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Tag und bitte bleiben Sie gesund.